Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Ich möchte heute in meinem Projekt Hangsicherung mit Gabion fortfahren. Wie ihr sehen könnt, habe ich meine Körbe bereits alle gefüllt, bis auf da oben diese anderthalb Stück, aber da waren einfach die Steine alle gewesen. Nun möchte ich den Hang, der sich hier oberhalb befindet, anschrägen und zur Bepflanzung freigeben. Wie ich dabei vorgehe, auf was ich achte, wenn ihr es wissen wollt, bleibt dran. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, mittlerweile dürfte dies der 9. Teil sein aus meiner Serie Hangsicherung mit Gabion. Wie ihr sehen könnt, war ich doch fleißig gewesen und habe über die letzten 2 Monate Korb für Korb mit den Granitsteinen gefüllt. Auf der linken Seite geht das Ganze dann auch über 2 Etagen, denn da oben soll ein Plateau entstehen mit einem Gewächshaus und ähnlichem. Der rechte Bereich hier drüben wird aber einreich bleiben. Das heißt, die Gabionkörbe mit einer Höhe von 1 Meter werden nicht weiter erhöht. Der Hang oben drüber muss also abgeschrägt werden, damit mir die Erde bei Wind und Wetter nicht in die Körbe hineinrutscht. Den Bereich hinter den Körben habe ich mit der Erde aufgeschüttet, die ich letztes Jahr mit dem Bagger hier abgezogen habe. Das Ganze ist auf Level 0, also auf 1 Meter, aufgefüllt worden. Allerdings wird sich das Ganze im Laufe der Zeit noch kräftig setzen. Damit mir die Erde von hinten nicht in die Körbe hineinrutscht, habe ich ein Vlies angebracht. Dieses Vlies ist wasserdurchlässig, das heißt Feuchtigkeit kann hindurch, aber die Erde und der Dreck bleibt da hinten dran hängen. Mit einer Richtschnur habe ich mir einen Abstand von 1 Meter zu den Körben abgespannt. Ursprünglich wollte ich das Ganze in der Biegung machen, wie auch die Körbe sind. Die haben ja eine leichte Schräge. Allerdings bin ich jetzt doch dazu übergegangen, das Ganze linear bis zu diesem Korb hier vorne durchzuziehen. Diesen Bereich links der Schnur werde ich jetzt abstechen und an der Höhe der Schnur nach unten hin auf das Niveau der Körbe anschrägen. Entlang dieser Schnur werde ich die Grasnaht nun abstechen und Stück für Stück nach unten rutschen lassen. Damit mir die Erde aber nicht in die Körbe von oben hereinfällt, werde ich dieses Vlies, was ihr hier rechts sehen könnt, das ist ein Restbestand, dann auch auf die Körbe auflegen. Die Erde, die ich verwende, ist sehr durchmischt. Ich denke, dass es sich hierbei um keine gute Pflanzerde handelt. Der Boden ist recht lehmig, durchmischt von Stein und Schutt, aber auch von Laub und Zweigen, von geschreddertem Zweig- und Astwerk. Das wird für mich der Untergrund sein. Die obere Schicht wird dann natürlich aus Pflanzerde bestehen müssen. Schritt für Schritt steche ich mit dem Spaten entlang meiner Richtschnur die Grasnarbe ab. Die größeren Stückchen werden mit dem Spaten dann immer weiter zerkleinert, bis das Ganze dann so ausschaut, wie ihr das hier sehen könnt. Mein Vlies unten ziehe ich Stück für Stück ebenfalls nach, da ich nicht genug habe und verhindern möchte, dass mir die Erde dort reinfällt. Da das Ganze noch kräftig absacken wird, brauche ich hier noch keine Muttererde oder Pflanzerde aufbringen, sondern muss erstmal die Zeit abwarten. Um zu verhindern, dass hier Unkraut und ähnliches wächst, dass ich dann später nur schwer wieder wegbekomme, werde ich hier Häckselware aufbringen. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Davon habe ich noch gut 2 Kubikmeter rumliegen. Die werde ich dann hier aufbringen. Ich werde mir das Vlies hier unten Stück für Stück durchziehen und auch die restlichen 6 bis 7 Meter, wie eben gezeigt, abstechen und auffüllen. Lediglich dieser Bereich hier vorne, an dem meine Leerrohre bzw. mein Wasserrohr herausschaut, bleibt offen, denn hier soll später die Bewässerungsanlage noch angeschlossen werden. Nach gut 3 Stunden bin ich fertig. Entlang meiner Linie habe ich die Grasnarbe abgestochen, die frei werdende Erde
zerkleinert, angeschrägt, teilweise weggebracht, teilweise auch wieder hergebracht. Und damit in der Zwischenzeit kein Unkraut wächst, habe ich den Mulch aufgebracht. Ich gehe davon aus, dass das Ganze noch ungefähr 20-30 cm absacken wird in der Gesamtheit, die Schräge hoffentlich aber bleibt. Im Moment ist die Erde hier wirklich noch an der Kante. Ihr seht, das Vlies hat sich teilweise schon nach unten gezogen, da müsst ihr wirklich aufpassen. Die Last, die hinten dran hängt, zieht das Ganze nach unten weg. Aber wenn dann dieser Bereich hier wirklich 10-20 cm nochmal abgesackt ist und ich noch ein bisschen Erde auffülle, wird das Ganze wieder passen. Mein Ziel ist es, letztlich die Erde irgendwo auf diesem Level hier zu halten. Für die kommenden Tage sind schwere Regenfälle angesagt. Das Wasser wird die Erde noch schneller verdichten und nach unten sacken lassen. Das heißt, hier an dieser Stelle bin ich für heute fertig. Ich kann mich nun meinem Podest widmen und die restliche Erde dort oben ebenfalls großzügig verteilen und schon mal mit der Rüttelplatte festmachen. Ich hoffe, dass ich das Ganze noch schaffe, bevor das Unwetter kommt. Bevor ich jetzt hier mit den Bepflanzungen beginnen kann, muss ich wirklich warten, bis sich das Ganze gesetzt hat. Eine Idee von mir ist es, große Pflanzkübel unten aufzuschneiden, diese hier einzusetzen und dort größere Sträucher oder Obstpflanzen einzubringen. Daneben, auf der breiten Fläche, würde ich das Ganze gerne einfach mit Kies oder mit Granit als eine Art Steingarten anlegen. Doch dazu dann später in einem neuen Video. Im Moment bin ich für heute fertig. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, drückt den Abo-Knopf, aktiviert die Bimmel, um keins meiner neuen Videos zu verpassen. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.